Und für die sind wir bis nach Wien gereist. In diesem Büro im 3. Bezirk öffnen sich die Türen fast wie von Zauberhand. Das Geheimnis? Dieser kleine Kasten. 4 Jahre lang haben Nick Manseda und sein Team an dem automatischen Türöffner gearbeitet. Mit Erfolg. Seitdem müssen sie in ihrem Büro keine Türklinke mehr anfassen. Dahinter stecken nicht nur lange Tests und viel Entwicklungsarbeit. Nick Mansedas Motivation war eine ganz persönliche. Meine Mutter sitzt im Rollstuhl und hat Multiple Sklerose. Da wird es von Tag zu Tag schwieriger, Türen zu öffnen und zu schließen. Und in dem Zusammenhang haben wir überlegt, wie man das besser machen kann. Und so ist es entstanden. Die Idee kommt von meiner Mutter. Nick Manseda zeigt uns das Konstruktionsprinzip. Schon beim ersten Prototypen gibt es eine große Rolle an der Unterseite. Damit berührt das Gerät den Boden und schiebt das Türblatt auf und zu, angetrieben von einem kräftigen Motor. Am Anfang experimentierten die Entwickler noch mit Bauteilen, die gerade zur Hand waren. Ja, am Startpunkt haben wir mit einem Bohrmaschinenmotor angefangen und da sind wir schnell draufgekommen, dass der sehr, sehr laut ist wie eine Bohrmaschine. Jetzt, nach langem Experimentieren, haben wir einen flüsterleisen Motor. Elektrische Türöffner sind nichts Neues. Aber bei allen anderen Geräten heißt es bohren, schrauben, den Monteur für die Elektrik bestellen. In einer Mietwohnung muss, wenn ein Umzug ansteht, alles zurückgebaut werden. Bei dem neuen Türöffner fällt das weg. Einfach ankleben, bei Bedarf wieder lösen. Türschnapper blockieren, fertig. Türe ist vollständig automatisiert und aufmachen tut man das mit dem Schalter, den muss man an die Wand klebt, alternativ mit Taschenfernbedienung oder auch Bewegungssensor. Der Akku des Geräts reicht für 1500 Mal öffnen und schließen. Danach muss er zum Laden an die Steckdose. Die ersten Nutzer haben den Türöffner inzwischen in der Praxis ausprobieren können. Und die besuchen wir jetzt zusammen mit dem Erfinder. Bei der Wiener Assistenzgenossenschaft beraten Behinderte andere Behinderte. Das Projekt bekam 3 der allerersten Geräte. Heute kommt das 4. dazu. Schönen guten Tag. Guten Tag. Nick Manseda, Firma Poppig mit Türautomationssystem. Gut. Darf ich Ihnen folgen? Gerne. Karin Ofenbeck ist hier Beraterin. Wegen einer fortschreitenden Muskelerkrankung, die den gesamten Körper lähmt, sitzt sie im Rollstuhl, kann die Arme kaum bewegen. Für sie und die Rollstuhlfahrer, die in ihre Beratung kommen, bedeutet der neue Türöffner mehr Freiheit und Selbstständigkeit. Vorher kostete das Öffnen und Schließen der Türen große Mühe und ging kaum ohne Hilfe. Also entweder haben wir unsere persönlichen Assistenten zur Hilfe gezogen, beziehungsweise ich habe bei der Tür eine Schnur angebunden, mit der ich die Tür dann geöffnet habe. Nun baut der Erfinder einen weiteren Öffner an. Diesmal an die Tür zum Konferenzsaal. Einfach ankleben und fertig. Ja, Gerät installiert. Für Behinderte übernehmen einige Krankenkassen zumindest einen Teil der Kosten. Die ersten dieser neuen Türöffner gibt es jetzt auch in Deutschland.